komm, jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, Jesus, es soll einfach unser Lebenssinn sein, dich anzubeten, nicht zu betteln, sondern zuerst dich anzubeten, Herr, von ganzem Herz unser Herz aufzumachen, deine Gegenwart zu spüren, deine Herrlichkeit zu sehen, deine Schönheit zu sehen, deine Güte zu spüren, deine Gegenwart zu lieben. Und zu danken, dir zu zeigen, dass uns dein Geist so wunderbar gegeben hast. Herr, vergib uns, wo wir manchmal nicht dankbar waren, wo wir nur gefordert haben, wo wir nur gebettelt haben. Wir haben vergessen manchmal, wer du bist. Herr, lass uns im Moment staunen über dich, über deine Güte. Lass uns im Moment deine Liebe spüren. Danke, dass du heute Morgen da bist, Jesus. Und dass du jede Frau kennst, dass du das Herz von jeder Frau kennst und dass du es berühren möchtest. Dass jede Frau heute Morgen sich wohlfühlt in deiner Gegenwart. Und Herr Jesus, es geht um dich, um nichts anderes. Es geht nur um dich. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. So. Ja, gut. So, ein schöner guten Morgen. So, ich bin es nicht gewohnt, mich hinzusitzen, aber ich mache es trotzdem. Nö. Dankeschön. Für die, die es nicht wissen, ich habe ein Teil geschenkt bekommen für Weihnachten. Und ich bin jetzt um einen Pass reicher geworden. Ich habe ein, wie heißt das wieder? Ein, wie? Nein. noch so Bemerkung, dann, was denkst du denn, wenn ich sitze jetzt? Okay. Nein, es heißt will anders, dass so Prothese passt. Das bedeutet am Flughafen, da ich Metall habe und es piepst, habe ich so extra Pass. Okay. Ich werde
ganz schrecklich anfange, aber das Ende wird gut sein. Bitte schön, lauf nicht gleich weg. Ich möchte heute Morgen über Friedhöfe predigen. Ja, manche haben doch bald das Alter, ne? Ja, sterben ist doch ein Gewinn. Okay. So, wenn es jetzt ganz ruhig ist, dann fange ich an. Ich möchte dir die Frage stellen. Stell mal vor, du wohnst in einem Ort und da gibt es zwei Friedhöfe. Ein Friedhof, der ist für die Helden oder für die Heldinnen und der andere Friedhof ist der Friedhof für die Versager oder die Versagerin. Wenn ich dich jetzt fragen würde, in welchem Friedhof möchtest du beerdigt werden, würde alle sagen, ja. Aber ich möchte sagen, ich möchte heute Abend, morgen nicht die Frage der Stelle in deinem Verstand, sondern ich möchte Frage stellen, wie geht's deine Gefühle, was ist in dir drin? Stell dir mal vor, heute Abend gehe ich ins Bett und dann kannst du diese Frage überlegen, welcher Friedhof würdest du dich legen jetzt, wenn es vielleicht dein letzter Abend wäre, was hättest du verdient? Bist du im Friedhof der Helden oder bist du im Friedhof der Versager? Was ist denn der Friedhof der Versager? Das ist der Friedhof von denen, die nicht das gemacht haben, was Gott ihnen verlangt hat. Sind die, die nicht in ihre Berufung gekommen sind? Sind die, die nicht hundertprozentig gelebt haben nach dem Wille Gottes? Sind die, die vielleicht nicht die Modellmama oder Oma oder Partnerin war, gute Ehefrau war? Oder du hast vielleicht heute deine Gedanken nicht perfekt gehabt, du hast versagt in deine Gedanken, deine Gefühle, in deine Impulse, wie du mit Leuten geredet hast. Du hast vielleicht nicht evangelisiert. Und jetzt ist abends und du liegst ins Bett und du bist ganz ehrlich in dir drin, in welchem Friedhof würdest du dich hinlegen, wenn du ganz ehrlich bist? Und wahrscheinlich würde viele von euch sagen, ich würde öfters im Friedhof der Versager liegen. Ich bin nicht die Modellmama gewesen, ich bin nicht die Modellfrau gewesen, ich bin nicht der Modellchrist gewesen. Das, was ich angeschaut habe am Fernsehen, meine Gefühle, meine Zeit, mein Gefühl bitte für andere. Oh Herr, ich will ganz ehrlich sein, ich lege mich in den Friedhof. Ich bin errettet, ich bin Kind Gottes, aber ich möchte mich am liebsten in den Friedhof der Versager legen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden, der das erlebt hat, in einem Tag, wo alles wunderbar geklappt hat, eine super Gebetszeit. Du hast jemanden können auf ein Zeugnis geben, du hast gebetet, du hast für jemanden geweissagt, du hast eine super Zeit der Anbetung gehabt, du hast eine super Zeit gehabt, die Bibel lesen, du hast Gemeinschaft mit Gott, das war ein perfekter Tag. Sag, wow, heute Abend könnte ich in diesen Heldenfriedhof, christlichen Heldenfriedhof reinlegen. Aber wenn du ehrlich bist, die meisten Tage hast du dort nicht verbracht. Und jetzt möchte ich dir erklären, was passiert denn, wenn du am Abend ins Bett gehst und einschläfst und bist im Versagerfriedhof drin? Weißt du, wenn du ein Dämon wärst, das ist eine dumme Frage, aber stell dir mal vor, du wärst ein Dämon. In welcher Friedhof wirst du gehen, die Leute plagen? Ein Versager. Du hast es ganz leicht. Du kannst an jedem Grab klopfen und sagen, hey, ich will dich ein bisschen anklagen. Und ich glaube, es ist so wichtig, was passiert, wenn du diesem Friedhof am Abend ins Bett gehst und du weißt ganz genau, Herr Jesus, ich bin dein Kind, ich bin errettet, aber ich liege im Bett und ich bin theoretisch in diesem Friedhof der Versager in mir drin. Der Ankläger der Brüder, dämonische Mächte, die werden kommen und die ganze Nacht, ob du es glaubst oder nicht, sie werden deine Gedanken, deine Seele, sie werden dich total berühren. Was passiert denn im Friedhof der Helden? Im Friedhof der Helden, ich glaube, da ist die Herrlichkeit Gottes. Da ist ein prophetischer Geist da. Da ist Gott selbst, der drin ist. Da ist der Heilige Geist da, der dich aufbaut, der dich ganz stark macht. Das Problem ist, ich habe mir vor, am Ende vom Jahr könntest du kreuzt mal alle Tag. In diesem Friedhof habe ich übernachtet oder in diesem Friedhof. Wahrscheinlich werden die wenigsten von euch in diesem Friedhof der Helden übernachtet haben. Aber weißt du, dieser Friedhof der Helden, im Grunde genommen, darf da niemand reingehen. Eine Person konnte reingehen, und es war Jesus. Es war der einzigste Mensch auf Erde, wie hundertprozentig den Wille Gottes gemacht hat, wie keine Sünde gemacht hat, der durfte reingehen. Und der hat diesen Friedhof aufgemacht. Und du gehst jetzt nicht rein im Neuen Testament in diesen Friedhof durch Werke, sondern du gehst in diesen Friedhof hinein
aufgrund, dass Jesus alles vollbracht hat und das ist der Friedhof, für eine große Tür steht und da steht dran, die Tür der Gnade. Und du kannst da reingehen, jeden Abend, und sag Jesus, ich darf nicht reingehen, ich habe es nicht verdient, aber du vergibst alle meine Sünde. Du vergibst alles, was ich gemacht habe. Und ich gehe rein in diesen Friedhof und sage, Jesus, wenn ich heute Nacht sterben würde, es ist gar nicht schlimm. Ich liege da, werde Helden, weil du alles mir vergeben hast. Ich bin perfekt und rein und heilig. Und wenn du diesem Friedhof wohnst, ich kann das sagen, dein Geist, deine Seele und deinem Körper wird's gut gehen. Alle drei. Weil du hast Begegnung mit Gott. Und was tut der Ankläger der Brüder oder der religiöse Geist? Der kann niemals in diesen Friedhof reingehen. Da steht der Engel vorne dran, da steht Jesus, sagt, hey, du kannst nichts mehr, du hast hier keine Arbeit, die wieder hinlegen, die sind alle perfekt gemacht worden, durch den Glaube, durch mein Blut, und die können in Frieden schlafen. Im anderen Friedhof, ich kann das sagen, du schlafst nicht immer in Ruhe. Du kannst, ob du es merkst oder nicht, deine Träume, deine Berührung ist total öfters eine dämonische Berührung. Und du spürst diesen Smog dieser Welt. Und jetzt unsere Frage ist, warum tun wir öfters einschlafen und uns so ganz bewusst sagen, ich bin dein Kind, Jesus, ich habe dich lieb, vergib mir, aber ich habe das nicht gemacht, was du gewollt hast. Und weißt du, und dann schlafen wir im Friedhof der Versager. Und weißt du was, da werden wir täglich schwächer, öfters auch krank, unsere Psyche geht's nicht gut und das ist gar nicht gut. Und ich kann etwas sagen, wir bekommen von Gott alles durch Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und weißt du was, ich merke immer wieder, wenn Leute sich frisch bekehren, haben sie die Erfahrung gemacht mit Jesus und die gehen sofort in der von ein furchtbares Leben, von Drogenvergangenheit, von alles mögliche, was sie angestellt haben. Sie haben eine Begegnung mit Jesus, sie wissen, das ist mein Erlöser und sie gehen sofort in diesen Friedhof, ja, rein, der Friedhof der Helden. Und du siehst in ihrem Leben die nächsten Wochen, die leben so auf Wolke 7. Es geht ihnen so gut in der Babychriste. Und dein ein Tag Babychrist, wie durch die Gnade erfahren hat, probiert sich verbessern. Alpha-Kurs, Beta-Kurs, C-Kurs, weiß nicht was. Wie soll ein anständiger Christ leben? Und das ist der Moment öfters, wo der Ankläger der Brüder, wo der religiöse Geist dich an der Hand nimmt und er zieht dich in die Leistung hinein. Und weil du die Leistung nicht packst, kommst du am Abend in der falschen Friedhof. Und weißt du was, du bist errettet, aber es geht dir nicht mehr gut. Ich habe einen Freund von mir, das ist ein Evangelist und ein ganz starker Evangelist. Und er ist, hat einen Reisedienst gemacht in Rumänien, hat viele, viele tausend Leute zu Jesus gebracht. Und dann erzählte mir, ich habe jahrelang für meinen Bruder, der in Deutschland wohnt, wie ungläubig, ich habe jahrelang für ihn gebetet, ich glaube 7 oder 8 Jahre intensiv, jeden Tag für meinen Bruder gebetet. Und dann bekommt er einen Brief und in diesem Brief steht geschrieben, mein Bruder, ich möchte dir bekannt geben, dass ich Jesus Christus angenommen habe, ich bin gläubig. Und er war voller Freude. Und das war in Norddeutschland, in einer Baptistengemeinde, hat sich wenn das Kind immer so schreit, sollst du in die Küche gehen, weil das ist so verstörend, finde ich. Heidrunk oder ja, na gut. Das ist alles auf dem CD drauf nachher. Und er hat sich bekehrt und er war voller Freude. Und dann einen Monat später hat er sich taufen lassen, sein Bruder. Und er ist extra von Rumänien nach Norddeutschland geflogen, weil er wollte eine Taufe dabei sein. Und sein Bruder geht dann vor und sagt, du, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe mich bekehrt, gibt Zeugnis vor, ne? Ich bin ein wiedergeborener Christ. Er gibt Zeugnis nach 4 oder 5 Wochen für die Taufe und sein Bruder hat sich so gefreut. Und am Ende vom Gottesdienst kommt eine kleine alte Frau zu ihm und sagt, Bruder, das ist ganz toll, dass du dich bekehrt hast, aber jetzt musst du etwas machen. Jetzt musst du aufhören zu rauchen, das darf man nicht als Christ. Weißt du, und der Mann hat 2 Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht. Und er sagte, die Frau muss es wissen, sie hat recht. Und sie ist aus dem Haus gegangen, hat seine Zigarette weggeschmissen und hat es 2 Wochen ausgehalten. Und seine Frau hat erzählt, du, das war die Hölle zu Hause. Das war die Hölle zu Hause. Und nach 2 Wochen hat er sich eine neue Zigarette gekauft und hat gesagt, du, ich bin kein Christ mehr, ich höre auf. Und hat seinen Glaube verloren. Und er ist direkt in dieser Friedhof der Angeklagten gegangen.
14 Tage zwischen der Taufe und das Aufgeben. Und er hat gesagt, weißt du, ich konnte meinen Bruder nicht mehr rausholen. Diese Verdammnis war so stark auf seinem Leben. 7 Jahre gebetet. Und dann kam ein religiöser Geist und bringt ihn in diesen falschen Friedhof hinein. Ich möchte sagen, dieser Friedhof, dafür sage, da gibt es im Geist. Und es ist ein riesiger Friedhof. Und der Ankläger der Brüder und der religiöse Geist wird immer probieren, die Kinder Gottes, Christen, in diesen Friedhof reinzubringen. Ich sage dir etwas, nicht allein in der Nacht, auch im Tag. Du lebst da drin, diese Friedhof ist in dir drin. Ich habe Seelsorge gemacht mit vielen, vielen Leuten, wie blühende Leute waren, wie Glaube gehabt haben. Und einen Tag sah ich, wie ihre Glaube immer weniger wird. Und sie werden geistlich gesehen wie ein Wrack, wie ein Krüppel. Und dann habe ich entdeckt, da drin hatten sie Friedhof. Es hat sich in ihrem Leben nichts verändert. Sie sind nicht besser, sie sind schlechter geworden. Aber da drin war dieser Friedhof, wie die Leute kaputt gemacht hat. Und ich kann dir etwas sagen, du bist zu schade, in diesem Friedhof eine Stunde deines Lebens zu verbringen. In deinem Leben musst du wissen, auch wenn du gläubig bist, der Ankläger der Brüder wird nicht aufhören, dich anzuklagen. Der religiöse Geist wird immer auf dich Druck machen. Und wenn du danach gibst in einem anderen Friedhof, dann wirst du bald kraftlos sein. Und du wirst ein geistlicher Krüppel werden. Und du wirst deine ganze Immunkraft verlieren. Ich kann dir sagen, wir bekommen täglich, leben wir in einem geistlichen Smog. Und wir sind täglich und ich glaube, Christen müssen täglich pro Tag wissen, dass die Kraft des Blutes Jesus, die Kraft der Vergebung, die Kraft der Gnade, sie wird nicht aufhören, sie ist da für dich. Und ich kann dir sagen, bringe nie so viel Zeit in diesem falschen Friedhof. Ich weiß, was es ist, selbst als Mann Gottes, als Diener Gottes in diesem Friedhof zu sein. Du verbringst 1 oder 2 oder 3 Tage drin und du probierst dein Leben zu verändern, du probierst dich zu verbessern. Und weißt du was, du hast keine Chance, es geht nicht. Und du merkst, wie es dir immer schlechter geht, wie du immer schwächer wirst. Und ich kann dir sagen, das ist etwas Schlimmes, in diesem Friedhof Zeit zu verbringen. Und ich möchte etwas sagen, ich möchte dir gerne eine Aufgabe mitgeben. Würdest du gern probieren, diese Woche jeden Abend, wo du einschläfst, zu überlegen, in welchem Friedhof übernachtest du? Der Friedhof, ja, das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber der Friedhof der Helden, wo du eingeladen bist, ist kein Friedhof, ist auch der Ruhe, auch der Schabbat, wo Gott seine Helden durch Jesus Christus immer wieder berührt, immer wieder berührt. Ich weiß, ob du schon erlebt hast, du gehst am Abend ins Bett, du bist vielleicht gut gelaunt, hast vielleicht sogar etwas getrunken, und du wachst morgens auf und du bist total, ich sag das Wort jetzt nicht, du fühlst dich total matsch. Warum? Du hast im falschen Friedhof übernachtet und die ganze Nacht bist du drin gewesen unter dem Ankläger der Brüder. Er ist in diesem Friedhof drin. Im anderen Friedhof ist der Heilige Geist. Da möchte ich mitnehmen. Und ich kann nur sagen, diese Woche kannst du jeden Abend, wo du ins Bett gehst, dir überlegen, ganz tief in der Märze drin, in welchem Friedhof gehst du einschlafen? Bist du ein Versager oder bist du ein Held durch Jesus Christus? Weißt du, was ein Held ist oder ein Heldin nicht durch Jesus Christus? Jemand, der sagt, Jesus, ich packe es nicht, ich bin nicht perfekt, aber ich vertraue dir, dass du jetzt in deinem Namen, durch dein Blut, mich perfekt machst und mich reinigst von all meinen Sünden. Helden sind Menschen, Frauen oder Männer, die Gott vertrauen. Das ist die Definition im Neuen Testament von einem Glaubensheld. Du vertraust dein Jesus, dass er dich perfekt macht und dass du in diesen Friedhof reingehst. Und weißt du, Jesus schaut diesen Friedhof, wo die Leute schlafen und sagen, hey, Vater, ich bin nicht für nichts gestorben. Ich habe mein Leben gegeben. Schau mal, dass die in Friede diese Schabbat die ganze Nacht verbringen, da drin verbringen. Und dass sie hier gesegnet werden. Und dass sie morgens aufwachen. Und ihr Geist ist lebendig und ihr Geist ist stark. Und ich kann dir sagen, Jesus, wenn er dich sieht, wie du in den falschen Friedhof am Abend reingehst, da wo du angeklagt bist, da wo du weißt, in deinem Verstand und in deine Gefühle, dass du versagt hast und du gehst da rein, dann sagt Jesus, ist ganz traurig. Ich habe mein Leben gegeben. Warum, Kind, gehst du da schlafen, wo der Feind ist? Warum gehst du dahin, wo der Feind ist? Ich war vor 2 Jahren in Österreich, in der Gegend vom,
wo es die ganze Mondsee, wo es die ganze See gibt. Und bin am Abend so spät spaziergegangen und dann gibt es so ein kleiner Touristenort am See, wie ganz schön ist, der Tag ist voller Touristen. Ich bin am Abend hingegangen, es war so 22:30. Es war noch ganz wenig Touristen da, aber es war noch viel Licht da drin. Und ich laufe so durch dieses Dorf und dann hinter der katholischen Kirche ist direkt ein Friedhof. Und ich dachte, wow, ist dieser Friedhof hell. Ich dachte, ich will mal schauen, warum der so hell ist. Und da haben bestimmt, weiß nicht, in diesem Friedhof 200 Kerzen gebrannt. Und ich gehe im Moment in diesen Friedhof hinein und es passiert mir manchmal, wo plötzlich so wie ein zweiter Bildschirm angeht und ich fange an, den Geist zu sehen. Und ich sah plötzlich in diesem Friedhof, wie bestimmt hunderte Dämonen getanzt haben. Ich habe noch nie so viel Dämonen und diese dämonische Kraft an einem Ort gesehen. Ich bin sofort zurückgegangen im Moment und sah, wie die ganzen Dämonen tanzen. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und er sagte, ja, das ist ein ganz okkulter Platz, wo viele okkulte Leute die Tote rufen, die Dämonen, der Geist und die Tote gerufen hat, müssen rausrufen. Und die sind da. Das war wie eine Disco, wo die getanzt haben drin. Und wo diese Dämonen, wie viele Menschen gewohnt haben, drin war. Und ich habe diese, ich muss mal sagen, es war für mich so, diese Atmosphäre, diese hunderte Kerzen und diese dämonische Atmosphäre. Und ich sah diese Gestalt, diese Dämonik. Es war für mich so dieser Schock, ein furchtbarer Ort. Und ich möchte niemals in so einem Friedhof leben. Ich erzähle euch ein kurzes Zeugnis. Vor ein paar Jahren in Ladenburg hat sich eine Frau bekehrt im Hauskreis. Durch ein Wunder, bis sie Wunder gesehen hat, bekehrt sich. Und erzählt sie mir, sie war früher Hexe. Sie war jahrelang Hexe in Ladenburg. Und es hat, sie sind immer dann in die Gräber gegangen und haben die Geister der Tote gerufen, um Sachen zu machen. Das hat sie, wieso, was mich gestört hat? In diesem Friedhof gab es ein Grab und das war eine alte Frau von Ladenburg. Die war sehr, sehr gläubig. Ihr Geist konnte man nie rufen. Er ist nie gekommen. Man konnte gar nicht ans Grab reingehen. Wisst ihr, es gibt eine unsichtbare Welt. Aber es gibt im Geist auch diese Friedhöfe. Lass ihn nicht in dein Leben rein. Ich sagte, du bist keine Versagerin, sondern du bist eine Heldin durch den Glauben an Jesus Christus. Du wirst niemals eine Heldin sein. Ich werde niemals ein Held sein durch meine Werke. Ich kann es nicht, von Natur aus kann ich es nicht. Aber es gibt manchmal Leute, wo ich denke, wow, das ist ein richtiger Glaubensheld. Ich kann dir sagen, niemand ist ein Glaubensheld gewesen. Sie haben alle gesündigt, außer Jesus Christus. Und es gibt diesen Friedhof, diesen Ort der Ruhe für Christen. Dieser Ort, der heißt, dass meine Versagerin in der Nacht oder sogar am Tag verbleibt deine Zeit da drin. Und da, das ist wie eine Tankstelle, wo ich dich immer voll tanke werde. Ich möchte dich fragen, wenn du ganz ehrlich bist, wie viel Zeit hast du verbracht im falschen Friedhof? Wie viel Zeit hast du dich linken lassen von diesem religiösen Geist, vom Ankläger der Brüder, von diesem Leistung? Wie viel Zeit hast du verbracht da drin und du bist schwach geworden? Verstehst du? Es ist Zeit, wir leben in einer Endzeit, wo die Konfrontation von Hexerei, vom Okkulte, von Sünde, wo man sich nicht vorstellen kann, es wird stärker werden. Wir leben in einer Zeit, wo wir können... Es geht durch die Hintertür, wir merken es gar nicht. Wir haben eine liebe Schwester in der Gemeinde, die ist Lehrerin. Und die muss jedes Jahr, schon glaube ich 5, 6 Jahre, geht sie mit ihrem Chor vom Gymnasium, geht sie nach Amerika und sie haben dort Vorstellungen, sie singen dort deutsche Lieder und es wird sehr gut ankommen. Jedes Jahr geht sie 2 Wochen dorthin. Und es geht ein anderes Ehepaar, die gehen mit auch und sagt ihm, ja, das ist toll, das andere Ehepaar, Mann und Frau, das sind alle 2 gläubig, sie gehen in eine ganz gesetzliche Religion oder Gemeinde rein, aber sie sind tiefgläubig. Jetzt hat sie mich besucht im Krankenhaus und erzählte mir und zeigte mir ein Foto mit, sagt, kannst du das vorstellen, dieses Ehepaar, dieses gläubige Ehepaar hat plötzlich der Mann beschlossen, als Lehrer, er ist kein Mann mehr, sondern eine Frau. Und plötzlich geht dann in die Schule und sagt dem Direktor, er möchte nicht mehr Herr So-und-So genannt werden, sondern Frau So-und-So. Und er kommt in die Schule, hat ein langes Kleid an, hat sich die Haare wachsen lassen, schminkt sich. Im halben Jahr ist die OP, wo er sich operieren kann lassen. Und ich sagte, hat es der Schuldirektor akzeptiert?
Da sagt er, ja, das ist ein Gesetz. Die Grünen in Bad Württemberg haben ein Gesetz rausgemacht. Und wenn jemand eine Kritik ausgibt, dann gibt es das Gesetz der Diskriminierung, dann werden die bestraft, bekommen keine Förderung. Der Direktor hat nichts gesagt, kein Lehrer hat etwas gesagt. Und ich sage, was sagen die Kinder? Der hat dieselbe Klasse und dann plötzlich kommt in die Klasse und er ist nicht mehr der Herr so und so, sondern es ist Frau so und so. Er hat gesagt, er war in Amerika, war es Jahre immer als Herr, als Dirigent. Und jetzt kommt der Herr, ist angezogen wie eine Frau, hat ein Kleid an und dirigiert als Frau. Dann habe ich gesagt, hat keiner von den Kindern etwas gesagt? Nein, sie dürfen nichts sagen. Haben die Eltern von den Kindern etwas gesagt? Ich möchte nicht, dass meine Kinder so einen Lehrer haben. Sagt, na, kein einziger von den Eltern haben gemurkst. Wir leben in einem Land, wo die Sünde so reinkommt, dass wir so schockiert sind. Die hat mir die Foto gezeigt, es war früher mit 40 Jahren ein gut aussehender Mann. Und jetzt sieht er aus wie eine, ich will das Wort nicht sagen, etwas Furchtbares. In der Schule, kannst du dir das vorstellen, was die Kinder, die sind 13, 14, 15, 16 Jahre alt, was denkt ein Kind? Weißt du, was ein Kind denkt? Das ist normal. Und so werden unsere Kinder aufgezogen. In so einer Welt, in einer so Welt leben wir, wie die Sünde immer stärker kommt. Und die Christen, die nicht im Friedhof der Helden übernachten, die werden nicht die Power zu haben, aufzustehen und gegen diese Sachen zu gehen. Verstehst du? Wir sind nicht einverstanden. Ein Pastor hat gesagt, Piero, wie kannst du dir erlauben, zu Sachen zu sagen, dass du gegen Homo-Ehe bist? Wie kannst du etwas so sagen, dass du dagegen bist, dass zwei Männer Kinder adoptieren? Wie kannst du so etwas verboten, so etwas sagen? Weißt du was? Im Glauben werde ich es sagen, Sünde ist Sünde. Es ist keine Anklagen, aber es ist der Wille Gottes. Verstehst du? Und wir leben in einer Zeit, wo das, was schlecht ist, wird gut gemacht. Und durch die Medien, durch die Politik, durch alles Mögliche. Und weißt du, Christen sind nicht berufen zu überleben, sondern wir sind berufen in Jesus Christus zu herrschen. Und ich will herrschen, verstehst du? Ich kann das sagen, in diesem Reha-Zentrum, wie ich bin, ich durfte noch nie so viel evangelisieren. Und ich kann das sagen, ich erlebe so starke Sachen drin, in meinem Zustand, wo man denkt manchmal, boah, dein Zustand. Ich war, letzte Woche haben sie mir die Klammern weggemacht, es sind 17 Klammern drin. Ist nicht unbedingt angenehm, wenn sie deine Klammern ziehen. Und da war die Krankenschwester und jetzt zieht man die Klammern. Man hat nicht erzählt, es war eine Armenierin, Armenierin. Und jetzt zieht man die Klammer und wer sie die Klammer zieht, spricht Gott zu mir. Ich sage, okay, aber in dem Moment ist es schlecht, ich werde sagen, das tut weh. Und ich gehe in mein Zimmer zurück und sage, Herr, gib mir Weisheit. Und sage, ja, Gott, geh hin. Und ich weiß noch, ich gehe dann in ihr Zimmer 10 Minuten später und klopfe an die Tür. Und die war da in ihrem Büro drin, die Station-Krankenschwester. Und ich sage, hat diese Minute Zeit? Ich habe eine Frage. Und ich sage, ja, fragen Sie mich. Und ich sage, glauben Sie, dass Gott noch heute so Menschen redet? Und dann guckt sie mich an, so ganz seltsam, sagt sie, ja, ich glaube das. Und ich sagte, wissen Sie, Gott hat gerade zu mir gesprochen, wie ich bei Ihnen vom Handlungstisch war. Kann ich Ihnen sagen, wollen Sie es wissen? Und sagt sie, ja. Dann habe ich ihr gesagt, wow, und das ist total getroffen gewesen. Dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, kann ich für Sie beten? Und ich sage, sie sagt, ja, habe die Hände aufgelegt. Und sie bricht in ihrem Büro zusammen, bricht total zusammen, Schmerz geht raus, alles geht raus. Ich habe schon gedacht, hoffentlich kommt jetzt nicht ein anderer Patient. Weißt du, wir leben in einer Welt, wo wir glauben, dass von Jesus erzählen uncool ist. Es ist eine Lüge, es ist cool. Wir leben in einer Zeit, wo es uncool ist, Geistesgabe auszuüben. Ich sage, es ist cool zu prophezeien. Ich habe die ganze Woche fantastische Sachen gesehen. Ich gehe ich bin im Haus, es sind 700 Leute drin. Ich lege dann an, morgens bekomme ich das Massage und ich liege auf dem Massagetisch, ich lege mich hin, zu entspannen, ich werde es massiert. Das erste Mal sagt, sind Sie der Pastor der Taube? Herr, bekomme ich gar keine Ruhe hier, verstehst du? Wow. Verstehst du? Und alle Leute gesagt, sie kommen, sie wollen, wie ich zurück bin, sie wollen in die Gemeinde kommen, sie wollen kommen, sie haben nur etwas gehört. Diese Umstände, dieser Smog, diese Medien, dieser Zeitgeist will uns sagen, sei still und schweige. Weißt du, dieses Denken, das kommt vom Friedhof der Versager. Wenn du im Friedhof lebst, der Helden Gottes, verstehst du, dann lass dich von nichts bremsen. Von niemand. Ob es dir gut geht oder schlecht geht. Ich habe erlebt, wenn es meinem Körper schlecht geht, ist der Heilige Geist trotzdem drin. Und ich kann das sagen, ich habe beschlossen, diese Tage, ich selbst will nicht mehr in diesem Friedhof der Versager abends einschlafen.
Und wenn ich auch einen Misstag gehabt habe, wo ich total versagt habe, und es kommt vor, dass ich Tage habe, wo ich das, was ich machen wollte, nicht gemacht habe. Das hat Paulus auch gesagt. Das, was ich gut und was ich machen wollte, habe ich nicht gemacht. Und das Schlechte, was ich nicht machen wollte, habe ich gemacht. Er sagt am Ende von seinem Leben. Weißt du, das ist die Aussage eines Versagers. Aber es war kein Versager, weil er geglaubt hat, dass Jesus ihn dann zu hell gemacht hat. Und wenn du diesen Glauben hast und du lebst in diesem Friedhof der Helden, ich kann das sagen, du wirst dich nicht mehr von diesem Smog, von diesem Geist der Welt beeinflussen lassen. Ich habe so vom Herzen, ich möchte, was du manchmal bereust, wieder zu viel bei Christus zu sein. Es ist so schön. Ich war am Tisch gesessen, abends am Essen, da kommt eine Frau hin, sie hat so Rollator gehabt, sitzt sich hin und guckt mich an, sie sieht, gell, sie sind der Pastor da drüben. Alle Leute am Tisch hören zu, verstehst du? Ich erinnere mich, ich war jahrelang bei ihnen in der Gemeinde. Und sie erzählt mir, wer sie ist, dann plötzlich nur da eingekommen. Und sie saß da am Tisch und ich merkte, wow, sie spürte, etwas ist da. Etwas ist da. Die Menschheit draußen hat Hunger nach Gott. Nach einem wahren Gott. Nach einem lebendigen Gott. Die Menschen haben draußen Lust, Gottes Helden zu sehen. Nicht Seelsorgefällen, nicht kaputte Leute, sondern die Menschen draußen haben Sehnsucht nach Glaubenshelden. Sie wollen deinen Glauben bewundern und du kannst ihnen den Glauben vermitteln. Und ich sage dir etwas, hör auf, im falschen Friedhof zu leben. Hör auf, im falschen Friedhof zu schlafen. Hör auf, resigniere. Du wirst resignieren, du wirst sterben, du wirst kraftlos sein. Und weißt du, Jesus hat gesagt, ich komme zurück, um eine Gemeinde der Versager zu holen. Hat er das nicht gesagt? Nein, ich komme zurück und werde eine Gemeinde ohne Runzel, ohne Flecke holen. Und weißt du was? Das ist eine Gemeinde, Friedhof, der Helden schläft. Jede Nacht. Und da drin wohnt. Amen. Komm, wir stehen einen Moment auf. Weißt du, ich möchte, erwarte jetzt nicht, dass Gott dich berührt. Sondern Gott möchte, dass du jetzt eine Entscheidung nimmst. Eine Entscheidung. Dass du heute Abend jetzt, Gott sagst, Gott, ich beschließe jetzt, in welchem Friedhof ich schlafe werden. In welchem Haus ich wohne werden. Ich bin eine Heldin Gottes. Durch dich, Jesus. Ich bin perfekt. Durch dein Blut. Und in diesem Friedhof wird deine Liebe mein Herz verändern, verwandeln, mehr und mehr. Du machst jetzt, du darfst dein geliebter Gott machen. Du bist kein Seelsorgefall, du bist keine Versagerin. Du bist eine Heldin Gottes, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich alles vollbracht hat. Alles. Alles. Und Heiliger Geist, ich möchte, dass du jetzt kommst. Dass du diese Frau berührst mit deinem neuen Feuer. Heiliger Geist, ich möchte, dass du mit deinem neuen Feuer kommst. Ein Feuer Gottes. Ein Feuer. Ein Feuer. Ein Feuer. Dass dein Feuer jetzt brennt. Dass dann Feuer brennt in uns drin. Herr, die Welt braucht Glaubenshelden. Die Welt braucht Glaubensheldin. Und sie werden nicht schweigen, Herr. Und sie werden Licht in diese Dunkelheit in unserem Land reinbringen. Herr, wie willst du Licht reinbringen, wenn uns deine Botschafterin es nicht machen? Herr, sie sind kein Seelsorgefälle, sondern sie sind Heldinnen Gottes. Und sie werden so beten wie Heldinnen. Sie werden Zeugnis geben wie Heldin. Sie werden prophezeien wie Heldin. Sie werden für die Kranken beten wie Glaubenshelden, Herr. Sie werden nicht mehr betteln, sondern sie werden diese Autorität Gottes ausüben. Du wirst nicht mehr zu Gott gehen, weißt du, die Versager, sie betteln bei Gott. Die Helden Gottes, die befehlen. Du wirst anfangen, der Geist der Krankheit zu befehlen, wegzugehen. Du wirst Depressionen befehlen, bei anderen wegzugehen. Du wirst der Geist der Schwachheit befehlen, wegzugehen. Du wirst der Geist des Unglaubens, du wirst ihn befehlen, wegzugehen. Helden befehlen.
Versager betteln. Hör auf, im falschen Friedhof zu übernachten. Und du wirst sehen, wie diese Autorität Gottes durch dich raus wird fließen. Es wird rausgehen. Es wird rausgehen. Erwarte nicht so viel von Menschen, sondern erwarte von diesem Geist, wie Gott dir gegeben hat. Er ist in dir drin. Und wenn du fällst, dann stehst du wieder auf. Die Helden können auch fallen, aber sie stehen wieder auf. Die Versager bleiben liegen und lassen sich aufheben. Das ist der Unterschied. Kannst du mal ins Klavier gehen? Heute möchte ich einen Moment, dass du dich siehst wie eine Heldin Gottes. Heute möchte ich, dass du dich siehst. Du bist eine Heldin Gottes. Und du wirst Autorität ausüben. Und du wirst Licht in diese Welt bringen. Und du wirst Licht in Häuser bringen. In Herzen von Kindern. Und du wirst aufhören, Menschen anzuklagen und zu ziehen in diesen Friedhof der Versager. Fang an bei deiner eigenen Familie. Schau sie an, deine Kinder, deine Enkel, als zukünftige Helden Gottes, wie Gott gebrauchen möchte. Wir haben durch unsere Anklage manchmal Leute befördert in den Friedhof der Versager. Viele Pastoren haben die Leute durch ihre Predigt in den falschen Friedhof eingeschickt. Wir sollen aufhören damit. Wir sind Botschafter Jesus Christus, wir sind Botschafter der Gnade. Wir sind kein Botschafter der Ankläger der Brüder. Heiliger Geist, berühre morgen diese Frauen. Berühre sie mit Feuer. Berühre sie mit Autorität. Berühre sie mit Glauben heute Morgen. Herr, sie soll stark sein in dir. Sie soll stark sein in dir. Komm, empfange gerade heute Morgen. Du bist keine Versagerin. Du bist eine Heldin Gottes. Du bist eine Heldin Gottes. Es sind mehrere Leute, die Kreuzschmerzen haben heute Morgen. Und deine Kreuzschmerzen kommen, weil du im falschen Friedhof verbracht hast. Und Gott sagt heute Morgen, ich möchte dich frei machen. Ich gebiete in Jesu Namen, wo Anklage in deiner Wirbelsäule sitzt, wo Anklage in deinem Rücken sitzt, wo du Rückenschmerzen hast, dass sie jetzt weggehen von dir. Da, wo du gerade Rückenschmerzen hast, wo es weh tut, leg deine Hand drauf. Es muss weggehen in Jesu Namen. Auch dieser geistliche Tod muss weggehen. Dieser Tod geht weg von dir heute Morgen. Und ich spreche ein Lebe Gottes in dein Rücken hinein. Ich spreche Kraft Gottes in dein Rücken hinein. Du sollst einen Rücken bekommen, der Heldin. Ein Heldin Rücken sollst du bekommen. Du sollst stark sein, spricht der Herr. Dieser Geist der Schwachheit muss heute Morgen von deinem Rücken weggehen. Deine Rückenschmerzen gehen jetzt weg in Jesu Namen. Du bist keine Versagerin. Und wenn du den nächsten Tag Rückenschmerzen hast, denk dran, dann hast du im falschen Friedhof übernachtet. Geh sofort an den richtigen Ort und deine Kreuzschmerzen werden wieder weggehen. In Jesu Namen, diese Schwachheit geht vom Rücken weg. Auch da, wo du denkst, es ist Beginn von Arthrose, von Arthritis, in Jesu Namen, das Leben Gottes soll kommen. Und diese Arthritis und diese Arthrose muss weggehen von dir. Es ist tot. Es kommt vom falschen Friedhof. Heute Morgen empfange Heilung in deinem Rücken drin jetzt. Gerade jetzt. Und wenn du spürst, dass die Kraft Gottes dich berührt jetzt, berührt dann deine Wirbelsäule. Du musst nicht unbedingt so steif stehen. Ich spüre gerade, wie morgen was weggeht von dir. Beweg, was du nicht machen konntest, mach es jetzt. Bück dich oder dreh dich oder mach etwas, du wirst sehen, es geht jetzt alles weg von deinem Rücken. Diese Anklage geht weg von dir heute Morgen. Es ist Ort heute Morgen. Es ist ein Frühstück der Heldinnen Gottes. Es ist ein Ort da. Es ist eine Frau da, die hat schon Tage oder sogar Wochen lang Schmerzen in deine beiden Füße heute Morgen. Deine beiden Füße, diese Füße tun weh. Stell dich jetzt gerade vor Gott und streck deine Hände zu Gott.
Die Heilungskraft Gottes soll kommen jetzt über deine Füße. Die Heilungskraft Gottes soll jetzt kommen über deine Füße. Soll jetzt kommen. Bleib davor vor Gott stehen. Die Heilungskraft Gottes soll jetzt in deine Füße reinkommen. Schmerz in deine Füße soll weggehen. Du sollst wieder gehen können, spricht der Herr. Gehen können, gerade jetzt. Es geht weg. Es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg. Komm, stell dich auf die Fußspitze, du wirst merken, es geht jetzt ganz weg. Es geht jetzt weg in Jesu Namen. Schmerz muss weggehen. Ist jemand da heute Morgen, du hast einen Druck auf dem Ohr oder sogar auf beide Ohren, wie so ein Druck auf deine Ohren, ist unangenehm. Leg gerade deine Hand auf dein Ohr jetzt. Vater in Jesu Namen, ich befehle, dass dieser Druck von dieser Ohren jetzt weggeht, von diesem Ohr jetzt weggeht, in Jesu Namen. Dieser dumpfe Druck muss weggehen. Ich nehme Autorität, egal von wo er kommt, der geht jetzt weg in Jesu Namen. Es geht jetzt weg. Geht jetzt, auch deine Herzschmerzen gehen weg, sagt Gott. Auch deine Herzschmerzen, dieser Blutdruck, es geht weg in Jesu Namen. Deine Herzschmerzen gehen jetzt weg. Es geht jetzt weg. Du kommst heute Morgen nach Hause und du spürst, es ist weg von dir. Es ist weg. Hat jemand dich fragt, wo ist es weggegangen? Im Frühstück der Helden. Im Frühstück der Heldinnen. Und du kannst Leute einladen ins Frühstück der Heldinnen. In Jesu Namen. Empfang gerade. Man da, mal weiter, weil Gott was so das Herz ist. Jemand da, du hast Magenschmerzen und jemand hat Unterleibschmerzen. Leg deine Hand davor drauf. Leg dann da, wo gerade Unterleibschmerzen da sind. Leg deine Hand drauf. Wow. Wow, jetzt. Vater, ich bete, dass die Unterleibschmerzen jetzt weggehen. Dass die Unterleibschmerzen jetzt weggehen. Dass sie weggehen. Dass sie in die unsichtbare Welt zurückgehen, von deinem Unterleib, es muss weggehen. Hör zu, du wirst keinen Krebs bekommen, die Gedanke schält ihn in Jesu Namen. Du wirst keinen Krebs bekommen. Es ist kein Platz für den Geist des Krebses im Friedhof der Helden. Du wirst keinen Krebs bekommen. Diese Saat in deine Gedanken muss aufhören. Dein Unterleib wird bewahrt werden. Gerade jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen, es geht weg. Geht ganz weg von deinem Unterleib. Geht ganz weg. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Dass du morgen da bist, ein guter Gott. Ein guter Gott, Herr. Ein wunderbarer Gott. Komm, atmet mal tief ein. Tief ein. Hast du so atmen, Heldinnen? Tief einatmen. Die Versager haben einen kurzen Atem. Atme nochmal tief ein. Soll alles aufgehen in dir drin. Alles aufgehen für die Herrlichkeit Gottes. Atme ein, was Gott noch alles vorhat für dein Leben. Die Pläne Gottes, wie da sind, deine Berufung ist Berufung für Heldinnen. Die ist da heute Morgen. Heute Morgen lass dieser prophetische Geist kommen, heute Morgen hier. Heute Morgen schau im Geist, was Gott noch alles vorhat für dich. Es gibt kein, ja, Rente für die Heldinnen. Es gibt kein Rentealter für die Heldinnen Gottes. Amen. Es gibt kein Alter. Es gibt kein Alter. Gar nicht. Vater, ich möchte das. Gedanke des Todes haben hier nichts zu tun. Gedanke des Todes haben nichts zu tun bei den Heldinnen Gottes. Bei diesen Frauen. Bei diesem Tempel Gottes. Es ist Freiheit. Es ist Freiheit da. Komm, atme es nochmal ein. Ich spüre gerade, wie jemand, wenn du einatmest, es geschieht gerade Befreiung in dir drin. Hör zu, der Feind in diesem falschen Friedhof hat dir die Vision geraubt. Gott sagt, geh heute Morgen nicht hier raus von diesem Raum, ohne die Vision ganz neu wieder zu nehmen. Das, was Gott für Jahre schon dir verheißen hat, es soll geschehen. Hör zu, es soll geschehen. Wo der Feind durch Umstände, durch Anklage dich in den falschen Ort, in den falschen Friedhof gebracht hat und deine Vision ist gestorben, der drin. Heute Morgen sagt Gott, dieser prophetische Geist hier.
Geh nicht von diesem Raum raus, ohne deine Vision ganz neu genommen zu haben. Du bist eine Visionärin. Helden sind Visionären. Helden sind Seher. Sie sehen, was Gott vorhat für ihr Leben. Heute Morgen empfang wieder ganz neu. Empfang ganz neu die Vision Gottes. Diese Vision Gottes. Die Vision Gottes. Empfang. In der Gegenwart deine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig. Friede für. Ratgeber.
vollkommen rein. Du bist der Erste und der Letzte und der Vollkommene. Herr, über alles, was der Kinder heißt, über alles, du bist Vater und Sohn.
Nur auf dich.
du erfüllst mein Sein. Mein Trost bist du allein. Denn ich liebe Adonai, Adonai.